Hier seht ihr gerade die besten Spieler, die mal für Dortmund gespielt haben. Und die werden auch heute wieder für Dortmund spielen. Aber Spieler wie Bellingham oder Haaland, die werden nicht einfach so hier hinwechseln. Die muss sich Dortmund wieder verdienen. Entweder mit Siegen gegen Bayern, Leverkusen oder Leipzig. Oder wenn sich Dortmund einen Titel holt. Und wenn Dortmund die Todesgruppe wieder überlebt, dann gibt es auch dafür einen Spieler. Aber den Spieler, den dürfen wir uns nicht aussuchen. Wir dürfen also nicht direkt zum Start Haaland oder Bellingham holen. Denn diese beiden Spieler kommen erst ganz zum Schluss. Ich habe ganz viele Namen hier jetzt drauf auf der Wunschliste, die mal für Dortmund gespielt haben. Aber in der Eile habe ich extrem viele Spieler wie Gündogan, Dembélé, Weigl und auch Aubameyang vergessen. Aber es lohnt sich trotzdem dran zu bleiben und wir werden bei dem ältesten Spieler, der noch im Spiel ist, anfangen. Wir sehen hier die 75er Gesamtstärke bei Sokratis. Hilft natürlich nicht weiter, aber ihn müssen wir jetzt zurückholen, um so schnell wie möglich auch Lewandowski zurückzubekommen. 5 Saisons haben wir übrigens Zeit. Das Ziel ist natürlich das Triple mit dieser Mannschaft, die wir dann später haben werden. Und jetzt springen wir direkt mal zum 4. November. Da gibt es nämlich das allererste Topspiel für Dortmund. Gegen diese Mannschaft soll jetzt der allererste Spieler freigeschaltet werden. Insgesamt haben wir 27 Stück. Also je früher wir anfangen, desto besser. Gucken wir direkt mal, ob wir zum Start einen richtig guten Anfang sehen. Und ja, direkt der Sieg gegen die Bayern. Und damit kommt Sokratis hier schon mal zurück. Und jetzt können wir uns am Anfang der Woche Mkhitaryan holen und am Ende der Woche Lewandowski. Und das Finale in der Todesgruppe gibt es dann auch noch. Aber starten wir erstmal hier gegen Leverkusen. Hofmann, der wird später sehr wahrscheinlich auch noch zu Dortmund wechseln. Und ich hoffe auch so schnell wie möglich. Gucken wir direkt auf die zweite Partie und da sehen wir leider nur ein Unentschieden. Damit kommen wir natürlich nicht weiter, auch in der Tabelle nicht. Mal gucken, ob es gegen diese Leipziger Mannschaft hier besser läuft. Kampel hat auch schon für Dortmund gespielt. Carvajal ist neu hingewechselt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir auch bei Dortmund jetzt direkt den nächsten Wechsel sehen. Und nein, wir sehen hier schon wieder ein Unentschieden. Kein Duell verloren, aber trotzdem nur ein Spieler geholt. Und jetzt sind wir am letzten Spieltag der Champions League Paris auf dem letzten Platz. Ganz einfache Sache, wenn wir gegen diese Mannschaft gewinnen, sind wir weiter. Dembélé ist da natürlich auf dem rechten Flügel am Start. Und auch Paris hat sich einen neuen Rechtsverteidiger geholt. Hakimi spielt da also aktuell nicht. Aber wir wollen den nächsten Schritt zu Hakimi gehen. Dafür brauchen wir jetzt hier einen Sieg. Aber den Sieg gibt es hier leider nicht. Und damit landen wir auf dem letzten Platz und es kommt leider kein Spieler dazu. Nicht mal der Europa League Titel ist hier möglich. Also mit Titeln sieht es überhaupt nicht gut aus. 11 Punkte Rückstand in der Liga. Also der Titel ist eigentlich auch schon weg. DFB-Pokal sind wir aber zum Glück noch drin. Da hat Bayern einfach mal 5:4 gegen Werder gewonnen. Verrücktes Ergebnis. Wie in alten Werder-Zeiten und jetzt auch ein grün-weißes Duell bei Dortmund. Da geht es nämlich gegen Wolfsburg. Sehr gute Sache. Damit ist hier schon mal das Halbfinale klar gemacht. Und die Wahrscheinlichkeit, den Pokal zu gewinnen, ist noch größer geworden, denn Bayern ist hier rausgeflogen. Im Halbfinale wartet jetzt Kaiserslautern statt Bayern. Aber davor müssen wir trotzdem gegen Bayern spielen. Falls wir das gewinnen, könnte es nochmal ein bisschen spannend in der Bundesliga werden. Aber vor allem wollen wir uns gegen diese Mannschaft natürlich den nächsten Spieler holen. Mkhitaryan muss noch folgen. Damit wir Lewandowski bekommen, gucken wir direkt mal auf das Duell. Und hier waren wir wirklich ganz weit von einem Sieg entfernt. 4:1 für Bayern. Also 5 Chancen gehabt auf neue bzw. alte Spieler. Aber nur ein Spieler ist dazugekommen. Der Titel im DFB-Pokal wird hier ganz dringend benötigt. Ich hoffe, Kaiserslautern haut nicht direkt den nächsten großen Verein raus, aber genau das machen sie. Jetzt sollen die den Titel aber bitte auch gewinnen. Also auch hier verpassen wir wieder einen Spieler. Wir sind im April, haben erst einen Spieler, also gar nicht so einfach. Jetzt haben wir aber nochmal 2 Duelle, wo wir Spieler holen können. Aber gegen Leverkusen wird das Ganze schon mal nichts. Und jetzt gibt es hier die letzte Chance, in der ersten Saison einen Spieler zu holen. Wir können doch nicht nur mit einem einzigen Spieler aus der Saison hier rausgehen. Aber auch hier sehen wir wieder ein Unentschieden. Wir springen zum Ende der Saison. Kane ist Top-Torjäger geworden. Und wir haben es leider nicht geschafft, einen richtigen Top-Stürmer hier zu holen. Wir gehen also ohne Titel aus der Saison. Am Ende ist es hier der 3. Platz in der Bundesliga. Und ein drittes Mal kann Kaiserslautern die Überraschung hier nicht schaffen. Champions League waren wir ganz weit weg vom Halbfinale. Galatasaray war da einfach mal am Start. Das Madrider Derby hier im Finale, was Atletico gewinnt. Und jetzt springen wir direkt rein in die zweite Saison. Bayern ist wieder der allererste Gegner. Das bedeutet die allererste Chance in dieser Saison auf ein Upgrade. Letztes Jahr haben wir genau beim ersten Mal direkt ein Upgrade geholt. Ja, hier müssen wir ein bisschen länger warten. Aber es gibt trotzdem eine gute Nachricht, denn Lewandowski ist jetzt hier älter als Mkhitaryan. Das heißt, er wird der nächste Spieler sein und wäre mit der 87 auch eine direkte Verstärkung. Damit sollten wir dann auch mehr Duelle gewinnen. Wir haben direkt die Chance wieder gegen die Bayern. So, kommt Jungs, Lewandowski Comeback. Das hört sich doch gut an. 87er Gesamtstärke, dann können wir auch mehr direkte Duelle gewinnen. Aber gegen Bayern wird das erstmal nichts und DFB-Pokal wird natürlich auch wieder nichts. Das ist natürlich direkt doppelt bitter, aber es gibt wieder die Leipzig- und Leverkusen-Woche. Also gut, diesmal nicht komplett in einer Woche, aber 2 Spiele hintereinander, wo wir uns hier wieder ein Upgrade holen können. Auch Leverkusen holt sich einen Upgrade mit Dybala. Jetzt wollen wir so langsam aber die Mannschaft hier upgraden. Es wird allerhöchste Zeit für einen neuen Stürmer und Alea schießt sich selber auf die Bank. Und damit kommt Lewandowski jetzt endlich zurück. Hoffentlich geht es mit ihm jetzt hier direkt schnell weiter. Na gut, Gesamtstärke hat er nochmal verloren. Er wird also nicht lange helfen, aber ich hoffe, er hilft, direkt die nächsten Spieler zu holen. Und das Ganze auch am besten so schnell wie möglich. Gucken wir direkt mal auf das allererste Spiel mit Lewandowski.
Lewandowski, ja, wo er aber leider direkt einen Elfmeter verschießt. Wir sehen hier viel zu viele Unentschieden. Wäre jedes Unentschieden hier ein Sieg gewesen, dann wären wir schon viel weiter vorangekommen, um natürlich dann zu den richtig, richtig guten Spielern zu kommen. Da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Den nächsten Spieler werden natürlich keine Hilfe sein, aber wir haben natürlich genug Spieler im Kader, die sich hier noch entwickeln werden. Und nach dem Duell gegen Leipzig kommt es hier zum Duell gegen Leipzig. Und ich hoffe, diesmal sehen wir mehr als ein Unentschieden. Wir wollen jetzt hier den nächsten Sieg, wir wollen den nächsten Spieler. Und Brand sichert uns den hier in der 83. Minute. Ja, von Lewandowski noch nicht so viel zu sehen. Und auch von Mkhitaryan werden wir nicht besonders viel sehen. Aber damit gehen wir natürlich den nächsten Schritt. Und diesmal sieht es auch ein bisschen besser aus in der Bundesliga. Momentan der erste Platz. Und den gab es auch in der Champions League. Aber diese Gruppenphase zählt nicht als Upgrade. Aber falls wir einen richtig großen Gegner, also damit meine ich Real Madrid, Bayern oder City oder Paris hier raushauen sollten, dann bekommen wir auch nochmal einen Spieler. Aber davor müssen wir natürlich Milan noch rausschmeißen. Davor gibt es dann auch noch das Bundesliga-Duell gegen Leverkusen, die sich hier nochmal ein richtig gutes Talent für das Mittelfeld geholt haben und auch einen neuen Torwart. Ich hoffe, die können aber nicht für einen Sieg sorgen. Ich hoffe, wir können uns direkt den nächsten Spieler hier holen. Aber nein, wir sehen Dybala und wahrscheinlich irgendein Regen machen hier die Tore. Das bedeutet natürlich kein Upgrade für uns, aber im Hinspiel gegen Milan einfach mal 3:0 gewonnen. Das sieht doch sehr gut aus. Ich hoffe, genauso spielen wir gegen den FC Bayern. Das Spiel sah einfach mal im rechten Mittelfeld und es gibt hier sogar eine Veränderung in der Startelf, denn Mkhitaryan wird hier direkt eingesetzt, also vom Assistenztrainer. Deswegen übernehmen wir das Ganze auch mal. Hoffen wir direkt auf einen Sieg gegen die Bayern. Zweimal schon verloren in dieser Saison und es kommt direkt die dritte Niederlage dazu. Also gegen die Bayern holen wir uns keinen Spieler. Gegen Milan haben wir uns natürlich durchgesetzt. Und jetzt folgt eine Mannschaft, wo wir auch ein Upgrade holen könnten. Denn wir wollen natürlich so schnell wie möglich Haaland in unsere Mannschaft bekommen. Ja, jetzt spielt er aber leider noch für City, aber Hinspiel schon ganz gut ausgegangen. 1:1. Also alles noch möglich. Mal gucken, wie viel noch möglich ist hier im Viertelfinale. Und hier wird so richtig deutlich. Wir verlieren einfach mal 3:0. Aber eine letzte Chance auf einen neuen Spieler haben wir natürlich in dieser Saison noch. Natürlich hier mit dem Meistertitel und da sieht es auch richtig gut aus. 4 Spieltage vor Schluss, 5 Punkte Vorsprung. Jetzt gegen Schalke können wir die Meisterschaft klar machen. Am Ende bleibt es hier bei 5 Punkten Vorsprung und wir holen die Meisterschaft. Das Ganze ist Titel Nummer 1 in dieser Karriere. DFB-Pokal wollen wir natürlich auch noch holen. Und vor allem natürlich die Champions League. Bayern hier in beiden Finals am Start. Die Champions League können sie gewinnen. Aber Dortmund hat sich die Meisterschaft geholt und dafür kommt der nächste Spieler zurück. Aber in der neuen Saison wollen wir natürlich jetzt noch viel mehr Schritte als in dieser Saison gehen. Und jetzt geht's rein in die neue Saison. Wir haben direkt den Supercup hier zum Start. Das ist eine einfache Möglichkeit, den Titel zu holen. Und damit natürlich auch direkt den nächsten Spieler. Mal gucken, ob wir das hier gegen Leipzig schaffen können. Und ja, es war eine richtig knappe Nummer, aber im Elfmeterschießen können wir uns durchsetzen. Verlieren aber auch nochmal, der letztes Jahr sogar der Topscorer war. 22 Tore, 7 Vorlagen. Ja, der fällt aber jetzt einfach mal für 4 Monate aus. In einer normalen Karriere würde man natürlich einen Spieler für die Außenbahn verpflichten. Aber hier haben wir keine Wahl. Wir müssen einen Innenverteidiger holen. Mal gucken, ob es auch ohne ihn klappt. Jetzt sehen wir, dass wir ein Spiel verpasst haben. Denn durch die Champions League hat sich das Spiel gegen die Bayern jetzt verschoben. Aber trotzdem gibt es eine gute Nachricht, denn das Duell haben wir gewonnen. Und im Pokal sind wir übrigens auch noch drin. Und mit diesem Sieg wird die Wunschliste natürlich wieder ein bisschen kleiner. Auch Kampel kommt zurück, beendet aber nach der Saison seine Karriere. Aber eine Verstärkung wäre das natürlich sowieso nicht gewesen. Wir sehen direkt die nächste Verletzung. Sieht momentan nicht so gut aus auf der rechten Seite. Malen ist aber gleich wieder fit. Denn im nächsten Monat warten hier wieder Leipzig und Leverkusen. Gehen wir rein gegen Leverkusen. Da wird Malen wieder sein Comeback geben. Ist mit der Bissigkeit nicht so am Start. Ich hoffe, es klappt aber trotzdem. Und ja, es klappt mit dem nächsten Sieg. Nachdem es am Anfang nicht so schnell ging, machen wir jetzt ganz, ganz große Schritte zu Bellingham und Haaland. Und mit Birke holen wir uns sogar eine Verstärkung. Jetzt haben wir hier einen besseren Backup-Keeper. Und jetzt geht es hier an Weihnachten hoffentlich gegen Leverkusen direkt weiter. Bis jetzt haben wir den perfekten Monat. Mal gucken, ob es auch hier das perfekte Ende gegen Leverkusen gibt. Holen wir uns direkt den nächsten Spieler. Und ja, wir holen uns direkt den nächsten Spieler. Und nicht mehr lange, bis wir auch richtig krasse Verstärkungen dazu holen. Weiter geht's jetzt aber erstmal mit Delaney. Also so kann es gerne in der Rückrunde weitergehen. Und so muss es auch weitergehen, denn wir sind ja schon in Saison Nummer 3. Pokal haben wir da schon gesehen, da sind wir schon mal weitergekommen. Und jetzt wollen wir gegen den FC Bayern auch weiterkommen mit unserer Wunschliste. Und ja, da können wir uns direkt den nächsten Spieler wieder dazu holen. Und diesmal holen wir uns eins der besten Talente, die Dortmund je hatte, zurück in den Kader. Götze kehrt also direkt nochmal zurück. Aber das Ganze als 33-Jähriger und das wird auch seine Rückennummer. Aber die Rückennummer macht keinen Unterschied. Was aber einen Unterschied macht, ist, dass wir hier einfach mal aus der Champions League gegen Celtic rausfliegen. Und das Ganze ist natürlich doppelt bitter. Wir fliegen erstmal raus und können den Titel nicht holen. Und zweitens verpassen wir natürlich ganz viele Duelle. Oder vielleicht ein, zwei Duelle gegen Bayern, City und Real Madrid. Also nächste Saison muss es da viel, viel besser laufen. Wir gucken auf die Bundesliga. Ein Spiel weniger. Also wir können wieder Tabellenführer werden. Warte mal, der Rechtsverteidiger ist doch normalerweise Stürmer, oder nicht? Nee, das Ganze war in einem alten FIFA-Teil rechter Flügel und auch rechter Verteidiger mittlerweile. Ich glaube, den habe ich irgendwann mal auf die 95 oder so gebracht. Aber ist auch ganz egal. Wir gucken auf das Duell und hoffentlich direkt auf unsere nächsten Spieler auf der Wunsch. Liste, aber wir kehren wieder zurück zu den Unentschieden. Nicht das erste Mal hier gegen Leipzig. Also aus dem Monat nehmen wir nicht ganz so viel mit.
Derby-Sieg natürlich gegen Schalke, Frankfurt noch gewonnen und das Unentschieden gegen Leipzig. Aber jetzt kann es kein Unentschieden geben. Ramos ist einfach mal zu Leverkusen gewechselt. Das Ganze ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen für uns. Also wieder doppelt wichtig das Spiel. Wir wollen den nächsten Spieler und wir wollen in die nächste Runde vom DFB-Pokal. Aber beide Chancen verpassen wir hier mit der Niederlage. Ja, das ist extrem bitter. Wir sehen hier schon wieder kein Finale. Zumindest eine kleine Revanche können wir aber hier in der Liga nehmen. Und da wird es auch extrem wichtig, denn wir sind momentan auf dem ersten Platz, aber nur mit einem Punkt Vorsprung. Und Leverkusen kann uns auch direkt überholen. Also das wird eine richtig spannende Meisterschaft. Gucken wir direkt auf das allererste Spiel, das wichtigste Spiel. Leverkusen gegen Dortmund. Der Gewinner ist Bayern. Die haben sich mit einem Sieg gegen Schalke die Tabellenführung geholt. Jetzt gucken wir auf die letzten drei Duelle gegen Mainz schon mal gewonnen, auch gegen Köln gewonnen. Wir müssen aber hoffen, dass Bayern patzt. Aber zumindest gehen wir schon mal mit drei Siegen hier aus der Liga raus. Und das Ganze reicht hier locker für die Meisterschaft und auch für den nächsten Spieler. Bayern hat hier einfach mal gegen Bochum verloren, gegen die Hertha und auch gegen Werder nur unentschieden gespielt. Und damit können wir uns hier die nächste Meisterschaft holen. Aber klar, wir wollen natürlich auch noch die anderen beiden Pokale holen. Eine richtig große Hilfe wird Hofmann da natürlich nicht sein. Obwohl, vielleicht sogar doch. Aktuell ist er hier unser zweitbester ZOM und kann auch noch als Backup für die Außenposition eingesetzt werden, wenn der 90er Adeyemi oder der 87er Malen da mal ausfallen. Also Mannschaft hat sich natürlich richtig gut entwickelt. Vor allem Brandt ist in dieser Saison mal richtig ausgerastet. Plus 3 und dann noch 39 Scorer-Punkte. Mal gucken, ob Bellingham vielleicht später auf die Bank muss oder wir das System umstellen. Auch Alea richtig gut unterwegs. Aber klar, die Spieler müssen jetzt auch so richtig funktionieren. Denn wir haben nur noch 2 Saisons Zeit, um uns Spieler zu holen. Also ich hoffe, es klappt noch mit Haaland. Der soll nämlich noch mit Dortmund die Champions League gewinnen. Und jetzt geht's hier rein in die 4. Saison. Leverkusen ist da der erste Gegner. Das Supercup-Duell haben wir uns hier mit der Meisterschaft verdient. Wäre ein Titel und ein Duell, was wir gegen Leverkusen gewinnen, aber ein doppeltes Upgrade wird es da natürlich nicht geben. Gewinnen wollen wir aber natürlich trotzdem, gucken wir direkt mal drauf und hier gehen wir leider komplett leer aus. Gleich gibt es aber da direkt wieder das Duell, davor noch gegen Leipzig und davor zeige ich euch noch, dass wir im DFB-Pokal auch noch drinnen sind. Den wollen wir die Saison natürlich gewinnen. Hier ist die Leipziger Mannschaft. Ich habe aber schon auf der Wunschliste gesehen, dass da noch ein Spieler in der Startelf fehlt. Sancho wird da einfach nicht aufgestellt, aber ist natürlich unser Vorteil. Auch ein paar andere Spieler sind hier gewechselt. Ja, Emre Mor, der türkische Messi spielt jetzt einfach bei Luton Town und der deutsche Ramos im besten Sinne spielt ja bei Monaco. Rüdiger hat ja auch mal für Dortmund gespielt, für die U19. Aber den habe ich hier mal nicht auf die Liste gepackt. Da wären sonst vielleicht noch einige Spieler mit dabei gewesen. Schreibt die gerne mal in die Kommentare. Aber ja, ein Innenverteidiger-Problem haben wir nicht und wir könnten direkt den nächsten Innenverteidiger dazu bekommen. Dafür müssen wir aber das Spiel gegen Leipzig hier gewinnen. Und das Ganze kriegen wir auch hin. Mittlerweile müssen wir nicht mehr so lange auf Spieler warten. Ginter kommt jetzt auch direkt dazu. Und damit bekommen wir jetzt nochmal einen richtig guten Backup für die Innenverteidigung. Jetzt gibt es also endlich Spieler, die uns auch weiterhelfen. Und auch der nächste Spieler würde uns weiterhelfen. Mal gucken, ob wir den hier im Duell gegen Leverkusen holen. Oh nein, leider holen wir einen Unentschieden. Aber wir müssen nicht lange warten auf die nächste Chance. Guerrero ist der nächste Spieler. Spielt im linken Mittelfeld. Bei uns würde er aber Außenverteidiger spielen oder vielleicht sogar ZOM. Je nachdem, ob das noch funktioniert mit der Positionsumwandlung. Wir gucken direkt mal auf das Duell. Und auch in diesem Duell bekommen wir Guerrero nicht. Und jetzt haben wir hier nur noch 1,5 Jahre Zeit, die Spieler zu holen. Ja, und jetzt seht ihr es ja, es sind noch einige Spieler bis zu Haaland und Bellingham. Also wäre ganz gut, wenn wir jetzt wieder viele Duelle gewinnen. Am besten fangen wir da gegen Leipzig an, die sich einen Ex-Dortmunder holen, den aber einfach nicht einsetzen, ist aber natürlich unser Vorteil. Sancho spielt nicht und wir gewinnen das nächste Spiel. Auf den nächsten Spieler haben wir also ein bisschen länger gewartet. Nicht ganz so lange müssen wir aber hier auf die Positionsumwandlung warten. Ist nur die Frage, ob das noch wirklich Sinn macht in dem Alter und dann auch nicht mit der krassesten Gesamtstärke. Aber ja, wir gucken erstmal, wo er landet. Und jetzt brauchen wir noch genau 10 Spieler, bis wir dann Haaland bekommen oder eben die Chance auf Haaland haben. Wir sehen direkt im nächsten Monat wieder 2 Duelle, wo wir uns 2 Spieler holen könnten. Wir starten rein mit dem Duell gegen Leipzig. Hier brauchen wir direkt das nächste Upgrade und hier holen wir uns nicht das nächste Upgrade und fliegen auch hier wieder im DFB-Pokal raus. Also mit der Mannschaft sollten wir in dem Wettbewerb eigentlich viel, viel besser am Start sein. Dafür gab es aber ein gutes Hinspielergebnis in der Champions League. Aber um uns einen neuen Spieler zu holen, müssen wir hier zum Beispiel gegen Leverkusen gewinnen. Und es sind einfach viel zu viele Unentschieden mit dabei. Und das ist natürlich vor allem enttäuschend, wenn man sieht, dass man in 2 Duellen Arsenal mit 2:0 schlägt. Aber nur bei den ganz, ganz großen Gegnern, die eben die beste Gesamtstärke am Anfang haben, gibt es die Chance auf neue Spieler und Paris ist jetzt hier der Gegner im Viertelfinale. Ja, das Hinspiel sieht aber schon mal gar nicht gut aus. Den nächsten Schritt zu Dembélé und Co. machen wir also nicht. Außer es gibt hier noch ein kleines Wunder, aber Emre Can gesperrt, Adeyemi verletzt. Das Ganze funktioniert dann natürlich nicht. 3 Wochen ist Adeyemi hier noch raus und raus sind wir hier auch aus dem Meisterschaftsrennen. Also aktuell kommen wir so gut wie gar nicht voran. Ich hoffe, im letzten Spiel gegen die Bayern können wir uns zumindest noch einen Spieler holen. Und ja, zumindest gibt es hier einen guten Saisonabschluss. Das Ganze verkürzt den Weg zu Haaland und auch Bellingham, aber natürlich nur ein ganz kleines bisschen. Und wirklich weiterhelfen wird der Hut natürlich auch nicht. Wir sind jetzt hier am Ende der 4. Saison. So sehen die Statistiken aus. Und so sieht die Tabelle aus. Es war am Ende doch nochmal spannend, aber für den Titel hat es leider nicht gereicht. Das bedeutet, Titel plus Supercup fällt natürlich direkt
direkt schon mal weg. Vor der letzten Saison, wo wir uns noch Spieler dazu holen können, sind also noch viele, viele Namen offen. Die können wir uns gar nicht in den direkten Duellen holen. Liegt aber natürlich auch daran, dass wir sehr viele schwache Spieler hier ins Team geholt haben. Deswegen werde ich das Ganze anpassen. Auch Wolfsburg und Frankfurt, die hier in den Top 4 gelandet sind. Auch in die Duelle werden wir reingehen und auch da können wir uns natürlich dann Spieler dazu holen. Und wenn man Guerrero umtrainiert, ist das normalerweise ein komplett neuer Spieler. Und das passiert auch diesmal mit 87er Gesamtstärke. Also der muss hier direkt in die Mannschaft. Hoffentlich hilft das in den direkten Duellen. Mal gucken, wie es mit dieser Formation hier läuft. Hoffentlich geht es damit dann auch weiter im Pokal. Den gewinnt diese Saison Frankfurt. Also wird nicht ganz so einfach, gegen die zu gewinnen. Die sind in richtig guter Form und auch in der Champions League haben wir uns ja noch keinen Spieler dazu geholt. Da wollen wir jetzt auch mal ein Duell gegen ein Top 4 Team gewinnen. Rein geht's in die neue Saison und das auch direkt mit einem verpassten Spiel. Das wurde hier direkt wieder verschoben, aber auch hier wieder eine gute Nachricht. Gegen Leverkusen haben wir gewonnen und damit holen wir uns direkt den nächsten Innenverteidiger. Und da die Gesamtstärke bei Ginter schon runtergegangen ist, ist das auch eine richtige Verstärkung. Und auch bei Emre Can geht die Gesamtstärke langsam runter. Da brauchen wir einen neuen ZM. Mal gucken, ob wir den eine Woche später im Duell gegen Leipzig bekommen. Wichtig, dass wir direkt zum Start jetzt hier Upgrades holen, gute Spieler dazu holen, damit wir dann in der entscheidenden Saisonphase noch mehr Upgrades holen. Ich glaube, das ist schon unentschieden Nummer 4 gegen Leipzig. Das Ganze bringt uns natürlich überhaupt nicht weiter. Mal gucken, ob wir aber den nächsten Schritt gegen Frankfurt gehen können. Die sind jetzt hier für die letzte Saison dazugekommen. Und gut, dass wir eben Akanji geholt haben. Schlotterbeck ist für dieses Duell nämlich gesperrt. Und wie gesagt, das Duell ist dazugekommen. Das muss also hier gewonnen werden, sonst ist es komplett umsonst dazugekommen. Und wir sehen hier auch, dass wir das Spiel gewinnen. Sehr, sehr gute Nachricht. Die Wunschliste wird damit wieder kleiner. Und unser Kader damit wieder besser. Damit sind es jetzt nur noch 7 Spieler, bis wir dann zum Haaland-Spiel kommen. Wir haben ja noch einige Duelle. Hoffentlich gewinnen wir das erste hier gegen Wolfsburg, die sich einfach mal Harry Kane geholt haben. Der ist hoffentlich aber bei Wolfsburg nicht ganz so erfolgreich wie bei Bayern. Und nein, ist er nicht. Hier macht er kein Tor und wir holen uns direkt den nächsten Spieler. Alles andere als eine Verstärkung. Aber wir dürfen hier keinen Spieler auslassen. Gegen die Bayern könnte aber nochmal ein besserer Flügelspieler dazukommen. Und nach diesem Spieler kommt dann schon Hakimi, auch wenn er nur ausgeliehen war. Der wird natürlich dann die rechte Verteidigerposition hier verstärken. Aber kommen wir erstmal hoffentlich zu dem anderen Spieler. Ja, aber erstmal nicht hier im Duell gegen die Bayern. Den müssen wir uns hier im Jahr 2028 holen, Frankfurt. Ist hoffentlich das Team, wo wir uns den Spieler dann holen. Und auch das zweite Duell gegen Frankfurt können wir gewinnen mit einem 2:0. Haaland ist hier also schon zu sehen, aber jetzt kommt erstmal Pulisic zurück. Oder wie er in der Dortmunder Zeit genannt wurde, Pulisic. Oder so ähnlich, wie auch immer, ist ganz egal. Hauptsache er ist wieder zurück bei Dortmund und wir sehen direkt die nächsten beiden Duelle. Leipzig hat einen neuen Rechtsverteidiger und den wollen wir jetzt auch bekommen. Hakimi wäre nochmal ein richtig großes Upgrade für die schlechteste Position in der Startelf. Und Wolf schießt sich sozusagen hier selbst auf die Bank. Denn jetzt kommt auch Hakimi dazu, der hier zu Neapel gewechselt ist. Aber jetzt würde er natürlich wieder für die Dortmunder spielen. Und damit werden Siege in den nächsten Spielen natürlich noch realistischer. Mannschaft sieht richtig gut aus, fehlt natürlich nur noch vorne drin Haaland und natürlich hier auf der ZOM-Position Bellingham. Aber 5 andere Spieler sind natürlich auch noch auf der Wunschliste. Und nach dem Duell gegen Leverkusen sind es hoffentlich nur noch 4. Und ja, auch dieses Duell können wir hier gewinnen. Valeri, jetzt hier der nächste Spieler. Der ist hier der letzte Innenverteidiger, der neu in die Mannschaft dazukommt. Und das war auch erstmal der letzte Spieler für 1,5 Monate. Aber wir sehen, gute Nachricht, Champions League haben wir uns durchgesetzt. Da gibt es gleich das Viertelfinale leider nicht gegen einen ganz großen Gegner. Aber trotzdem gibt es hier 3 Duelle, wo wir 3 Spieler holen können. Und das Ganze sollten wir auch machen, denn wir haben nur noch 3 direkte Duelle in dieser Saison. Also zumindest was die nationalen Wettbewerbe hier angeht. Ja, national haben wir schon 2-mal die Meisterschaft geholt, DFB-Pokal. Da waren wir bis jetzt noch nicht im Finale. Hoffentlich kriegen wir das jetzt aber hin. Hoffentlich setzen wir uns hier gegen den FC Bayern durch. Und ja, das Ganze bekommen wir hin. Schlotterbeck in der 118. Minute sorgt hier für das erste Finale. Und Finalgegner ist da einfach mal Darmstadt. Sehr gute Sache, denn doppelter Upgrade gibt es da ja nicht. Da wollen wir uns den Titel holen. Jetzt holen wir aber erstmal Isak dazu. Mal gucken, ob der Assistenztrainer ihn hier einsetzt. Das hat er nämlich bei Moukoko nicht gemacht. Auch wenn er die höhere Gesamtstärke als Aller hat. Gucken wir direkt auf die entscheidende Phase in der Saison. Gegen Neapel schon mal durchgesetzt, beziehungsweise das Hinspiel gewonnen. Und jetzt wollen wir auch das nächste Spiel gegen den FC Bayern gewinnen. Aller bleibt vorne drin. Da soll aber natürlich bald Haaland kommen. Wir wollen da den nächsten Schritt gehen und den können wir leider nicht gehen gegen den FC Bayern. Hoffentlich gibt es jetzt aber wieder einen Schritt nach vorne hier in der Champions League. Guerrero ist da nicht ganz so fit. Deswegen packe ich Mireno rein, aber Süle, der muss hier spielen mit der Gesamtstärke. Gleich haben wir nochmal eine Saison, wo wir dann auch komplett simulieren. Hoffentlich kommen wir da auch weit in der Champions League jetzt. Hoffen wir aber mal, dass es auch in dieser Saison schon weit geht. Aber nein, wir kassieren nämlich hier einen 3:0. Also aus der Champions League sind wir schon mal rausgeflogen. Aber klar, die besten beiden Spieler fehlen natürlich auch noch. Jetzt wird es auch so langsam eng, ob wir die hier bekommen. Wir gucken direkt mal gegen Wolfsburg, ob wir den nächsten Spieler dazu holen können. Und ja, den können wir hier dazu holen. Sehr wichtiger Sieg. Und damit wechselt jetzt auch Sancho zurück zum BVB. Ja, hier in der Bundesliga gibt es leider kein direktes Duell gegen einen Top-Verein.
Also hier am Ende der Saison, da gibt es natürlich noch das DFB-Pokalfinale. Und da wollen wir das Double perfekt machen, denn hier in der Liga haben wir uns einfach mal mit 20 Punkten Abstand durchgesetzt. Und das bedeutet, der nächste Spieler kommt hier direkt in den Verein. Das ist jetzt hier der viertletzte Spieler. Das heißt, im DFB-Pokalfinale geht es jetzt um Haaland. Ja, das ist natürlich der wichtigste Spieler jetzt hier noch für die Mannschaft, den wir reinholen können. Hoffentlich macht uns Darmstadt da aber keinen Strich durch die Rechnung. Supercup werden wir ganz sicher gleich mitspielen. Da würden wir dann nochmal eine Chance bekommen. Ich muss mal gucken, wie ich das mit Bellingham mache. Aber jetzt gucken wir erstmal auf den DFB-Pokal, ob wir den überhaupt gewinnen. Gegen Darmstadt sollte das normalerweise der Fall sein. Und ja, hier gibt es zum Glück nicht die Überraschung. Und es war eine richtig knappe Nummer, aber im letzten Spiel kommt Haaland hier noch dazu. Und damit kommt auch das wichtigste Upgrade für die Mannschaft. Und damit holen wir uns jetzt hier hoffentlich noch die Champions League. Und wie schon gesagt, der Supercup wird auch noch in die fünfte Saison hier mit reinzählen. Aber ganz egal, was hier passieren wird, Bellingham werden wir uns natürlich erstmal nicht holen können, dazu aber gleich mehr. Aber wir sehen schon mal hier einen Sieg. Das Ganze bedeutet, dass Knauf jetzt hier in die Mannschaft kommt. Und für diese Saison wird es auch der letzte Spieler sein. Bellingham, den holen wir uns in einer Extra-Saison. Auch wenn wir noch zwei Teams hinzugefügt haben zu den direkten Duellen, haben wir es hier leider nicht geschafft. Und eben im Supercup haben wir einfach mal ohne Haaland gespielt. Aber der kommt natürlich ins Team, der hat es noch rechtzeitig geschafft. Mit ihm dürfen wir jetzt die Saison auch normal simulieren. Da gucken wir dann mal, ob Dortmund die Champions League gewinnt. Und dann gibt es noch eine Extra-Saison mit Bellingham, damit wir den natürlich hier auch gesehen haben. Sonst wäre es natürlich auch ein bisschen blöd, wenn der zweitwichtigste Spieler hier nicht zu Dortmund wechselt. Und hier in der Hälfte der Saison sieht es auch richtig gut aus. In beiden Pokalwettbewerben sind wir hier noch am Start und in der Liga sind wir hier momentan auf dem ersten Platz. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht, also entweder war Haaland verletzt oder der Assistenztrainer lässt ihn hier einfach nicht spielen. Hoffentlich ändert sich das Ganze hier bis zur entscheidenden Saisonphase. Oh ne, hier sind einfach nur zwei Einsätze dazugekommen. Kann man den Assistenztrainer hier irgendwo feuern? Haaland ist einfach mal 10 Gesamtstärken besser als Alea. Gut, das Rückspiel, da werden wir selber reingehen, obwohl wir gewinnen das Hinspiel auch so mit 4:2, ist nicht mal wirklich spannend. Aber sehr gute Sache, erst gegen Benfica und jetzt hier gegen Barca durchgesetzt. Bedeutet das Halbfinale und wir sehen auch ein Finale hier gegen Bayern. Also das Triple ist hier absolut möglich und das Ganze erwartet man natürlich auch mit der Mannschaft. So, Lazio-Hinspiel wird wieder simuliert, das sieht wieder sehr gut aus. Und jetzt hat Haaland hier auch die Bissigkeit, ich denke mal, der wird jetzt spielen, das ist eine sehr gute Sache. Damit sehen wir auch hier in der Champions League ein Finale. In der Bundesliga war es weit weg von einem Finale, 86 Punkte und damit 22 Punkte Abstand zu Bayern. Das war eine richtig souveräne Meisterschaft, jetzt haben wir also die Chance auf das Triple. Real Madrid ist hier im Halbfinale rausgeflogen und ich glaube, es ist auch einfach Quatsch abzuwarten mit Bellingham. Der soll jetzt noch helfen, diese Mannschaft zum Triple zu führen. Anstatt einer Extrasaison kommt er hier schnell noch dazu, damit hier nichts mehr schief geht mit dem Triple. Das Upgrade-System haben wir damit so ein bisschen umgangen. Aber ich denke, in diesem Falle sollte das Ganze in Ordnung sein. Hauptsache, wir bekommen hier ein gutes Finale. Das ist jetzt wichtiger als alles andere. Wir wollen das Triple holen. Dafür müssen wir aber natürlich erstmal das Double holen. DFB-Pokal gegen die Bayern. Und Finale Nummer 1 können wir gewinnen. Und jetzt wollen wir hier im Champions League-Finale den perfekten Abschluss haben. Ja, und gut, dass Bellingham noch dazu gekommen ist, denn Brand ist hier gesperrt. Und jetzt hoffe ich, dass wir das allerletzte Spiel der Karriere hier gewinnen können. Hier im Wembley wollen wir uns den Champions League-Titel und damit auch das Triple holen. Und das Ganze holen wir uns auch. Haaland hier mit einem Doppelpack. Damit haben wir hier das perfekte Ende. Danke fürs Zuschauen und klickt euch jetzt gerne direkt zum nächsten Video.